So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Und wir haben letztens bei Kanal Phänomenal eine Challenge geguckt. Das war die Regenbogen-Challenge, wer sich daran noch erinnern kann. Ne? Da hat er 6 verschiedene Getränke gehabt, hat die dann eingeschenkt, hat die dann getrunken. Eins ist umgefallen, das sah richtig gut aus. Gab es in der alkoholfreien Version, dann gab es die alkoholische Version. Wir haben jetzt hier Getränke besorgt. Wir haben jetzt auch Gäste dabei. Der Wusa ist nämlich am Start. Der Iswo ist nämlich am Start. Der Hannes ist nämlich am Start. Die Getränke sind nämlich am Start. Und guck doch mal, was für eine farbenfrohe Pracht hier vorherrscht, was das alles ist. So sieht mein Gesicht nachher auch aus. Werden wir euch jetzt zeigen, die Gläser sieht man gar nicht. Wir schenken das nämlich mal ein, nacheinander. Das ist hier Ustinov Energy 5,9% hier was Rotes. Ist das zufällig das, was der Russe getrunken hat im Video? Und wir gesagt haben, der Russe. Deswegen haben wir uns das auch geholt. Da war wieder keiner dabei. Russen-Alex. Deswegen weiß es wieder keiner. Ich hab gedacht, irgendwie. Jeder Alex ist ein Russen-Alex. Nee, jeder Russe ist Alex. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie ist der denn nochmal? Ich glaube, das dürfte das auf jeden Fall sein. Was auch der Russe, falls ihr die Natururin-Wandervideos geguckt habt, ist der getrunken hat, weil das war auch rot, das war auch mit Energy. So, packen wir uns hier rein ins Gläschen, geben das Fläschchen weiter. Das Blatt auf dem Kopf ist auch cool. Und machen hier weiter mit einem Gutsapfel, Originalabfüllung. Das müsste ein Apfelkorn sein eigentlich. Mit Prozent. Aber wie viel? Likör mit Aroma, okay. Ist auf jeden Fall alles schön aus dem Kühlschrank. Es glänzt alles, ist richtig schön schmierig. Oh, der riecht schön süßlich, ja. Kennt ihr saure Apfel? Ist, finde ich übelst schlimm, weil sie nicht saurer Apfel. Ich kriege jedes Mal direkt Sodbrenner voll. Da lieber süßer Apfel, das ist auf jeden Fall besser. Pack mal hier rein. Saure Apfel. Einmal hier. Gutsapfel. Pack mal das wieder hin. Machen wir dann gleich weiter. Du kannst schon einschenken, Genosse. So, 2 haben wir schon. Der nächste kommt. Wir haben jetzt Rot, wir haben jetzt Orange. Wir gehen jetzt zu Gelb über. Und Gelb. Gerstager Cream Fizz Pfirsich Maracuja. Das ist ein bisschen cremig, ist aber halt wieder genau was komplett anderes. Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Deswegen, wenn das einmal auf ist, müssen wir das natürlich dann alles heute leer trinken. Also nicht heute, aber man hat jetzt die restliche Zeit, wo die Jungs da sind. Ja, genau. Machen jetzt Zeitdruck. Hätte man den vielleicht mal schütteln sollen. Der riecht nämlich wie Erbrochenes mit Sahne. Boah. Brecht ihr auch immer Sahne? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, beim Schütteln habe ich es gleichzeitig noch aufgedreht. Und, ah, machen sie jetzt hier. Kohlensäure drin, oder? Das ist auf jeden Fall ein schönes, kräftiges Gelb. Das sieht gut aus. Das heißt, der prickelt schön. Wir machen den jetzt hier rein. Ach du Scheiße. Die Blubbermasse. Hä, wieso war das jetzt dickflüssig auf einmal? Also das ist auf jeden Fall lecker. Hier kriegst du jetzt schön Plörre. Das war Natur wieder. Kann man da gerade hier nochmal abwischen irgendwie. Als nächstes kommt Grün. Der Iswo wollte ja unbedingt bei Grün Pfeffi. Jetzt habe ich aber im Kaufland, weil wir das genommen haben, plötzlich grüne Banane gesehen. Habe ich noch nie getrunken, noch nie gesehen. Grüne Banane hat Kanal Phänomenal bei sich, aber auch im Video gehabt. Grüne Banane, deswegen dachte ich mir, dass wir den mal testen, dass wir den uns auch mal reinziehen. Ist natürlich auch wieder Likör. Riecht auf jeden Fall sehr süß, sehr fruchtig. Irgendwie ist alles süß, irgendwie ist alles fruchtig. Also packen wir uns den hier rein. Sieht aus wie Pfeffi, ist aber kein Pfeffi. Dürfte nicht brennen, dürfte einfach nur unglaublich süß sein. Leg mal auch hier rüber, geht mal weiter. Wir lappen hier noch ein bisschen rum. So. Lappen. Dann kommt jetzt die Damenvariation rein. Wir haben jetzt ein Grazioso Hugo Blue. Theoretisch hätte man die Challenge komplett nur mit Hugos machen können, denn es gab von diesem so viele verschiedene Hugo-Sorten in allen möglichen Farben und Varianten, dass ihr jede Farbe damit hättet abdecken können. Wie viel hat das Banane eigentlich? Das ist auch 18 oder irgendwas, ja?
Hier haben wir 6,9, habe ich auch noch nie gelesen. 6,9 so ein Wert. Ist blau, pack mal rein und dann geht's hier ab. So. Bitteschön, einmal blau. Wir hätten theoretisch auch Blue Curaçao nehmen können, aber schmeckt Blue Curaçao? Schon mal so getrunken? Schon mal jemand Blue Curaçao getrunken, ohne was damit zu mischen? Egal. Ja, für den Ramses, machen wir alles hier. Alles gut zum Geburtstag, du Schlawiner. Ich betrachte gerade die Füllmengen der anderen Gläser und bin ein bisschen irritiert. Außer beim Hannes. Der Hannes, der kann es, ne? Deswegen, da sieht es am besten aus. So, und jetzt haben wir zum Schluss noch den besten, glaube ich, weil da sagt der Ismo, der schmeckt mir. Das ist kein Schwarz, das ist im Prinzip ein Lila, ist halt bärig. Pushkin Blackberries mit Eis filtert Pushkin Wodka Crystal Clear Purity. Das musst du alles in den Titel schreiben. 16,6% und der tropft auch ordentlich, weil alles eben schön gekühlt ist. Darf man den schütteln? Nein, lass mal. Ein Spaß, ich schüttel nichts mehr heute. So. Nur was ab. Wie Bonbon, ja. Der riecht gut, oder? Alter, und der Fab. Der ist lila. Ja. Das ist richtiger Bären-Wodka. So. Das sieht gut aus, glaube ich. Das ist egal, glaube ich. Das schiebe ich ja hoch, glaube ich. Und dann sieht es ja aus wie auf einer Müllhalde. Das ist ein bisschen Hustensaft-mäßig. Das ist wieder eingeschenkt beim Wusa, beim Iswo, beim Hannes. Hat sich schon ein Kotzübel hergestellt. Da ist Wischwasser Kühle, drin. Ja, Wischwasser. Hannes hat sich auf jeden Fall ordentlich voll gemacht. Hier seht ihr nochmal die einzelnen Farben, wie das ist. Rot, Orange. Sieht jetzt ein bisschen trüb aus. Das Gelbe, was übelst reinknallt, sieht aus wie so ein Farbdorf in der Grundschule. Grün, Blau und bärig. Wie wir das jetzt aber machen, wegen dem Trinken, weiß ich nicht. Trinke ich einfach und dann sieht man euch nicht und dann habt ihr das. Ja, du hörst da nur die Geräusche von. Oder wir stellen es vor den Wusa, dass man den nicht sieht, damit er keinen Ärger kriegt, ja? Ach, da ist er, sieht man eh nicht. Der Tisch ist zu klein. Gut, wir stellen es einfach hin, würden sagen, wir können aber mit dem Roten anfangen. Einfach Fernprost, bevor wir jetzt die Dinger zusammenhauen und alles über die Kamera läuft und das Blatt mich schon wieder hier. So, lasst es euch schmecken, guckt mal, wie auf das dich. Alles gut zum Geburtstag. Ramses, auf deinen Geburtstag! Okay. Ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Das ging eigentlich. Ja, das ist voll lecker. Deswegen ist das auch die kleinste Flasche, die sofort leer ist. Das heißt, die muss man dann so trinken. Ich glaube, das Ekligste ist sowieso dann das, was am meisten da ist. Wahrscheinlich der Creamfitz. Ja, das mit Sahne wahrscheinlich. Also das kann man ruhig trinken. Hier ist ein weinhaltiger Cocktail. Aber ein bisschen süß, aber ja, wie diese ganzen Blizzard gab es ja auch immer, diese ganzen verschiedenen Sorten. Ich weiß, was du meinst. Algo-Bobs. Dann Gutsapfel, ja? Der müsste ja jetzt gut sein. Gucken wir mal. Gutsapfel, Orange, kommt hinterher. Prost, Kameraden. Schon wieder. Wow, Alter. Oh. Warum spuckst du denn den raus? Oh. Oh, das kam mir gerade ganz kurz hoch. Iso zieht sich alles zusammen. Hannes geht's auch gut. Ich glaube, ich muss es immer so rumhalten, wenn ich getrunken habe, damit man euch sieht, weil es euch so gut geht. Oh, also der zweite war bisher der beste, ja. Am Ende muss ich jeder eine Flasche nehmen und die heute trinken und dann hat er sein Lieblingsgetränk gefunden. Nee, rot geht, der Apfel. Apfel ist halt so ein bisschen eigen, sagen wir mal. Creamfitz, gelb. Ich halte es euch mal rein, ich zeig's euch, dann trinke ich schnell und dann drehe ich es rum und dann gucken wir, was passiert. Der gelbe Creamfitz. Leute, ihr macht mich fertig. Auf Ramses, sein Geburtstag. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich fand der zweite war ekligste. Ich finde aber der... Der ist gar nicht schlecht. Auch ihr mögt den alle. Ich finde der schmeckt gerade, als wäre der irgendwie sauer oder nicht mehr gut. Bisschen wässrig, mit Kohlen... Wie wenn was... Abstand, das ist keine Kohlensäure drin. Ja, richtig, ja.
Der kribbelt und brennt ein bisschen auf der Zunge. Als wäre der, der ist nur übergelaufen, weil der nicht, der war nicht mehr gut, ja. Also auch der Cream Fitz. kauft er sonst keiner. Ja, offen, ja. Also der zweite war immer noch der beste. Wir haben den grün. Das ist jetzt die Banane. Grüne Banane. Gucken wir uns da mal an, was das ist. Auf sein Geburtstag. Ja. Der ist wohl ja auch noch im Bad Dahlen, ne? Der ist aufdringlich. Banane mit Spiritus. Hey, da ist ich schon lieber nochmal Katzenfutter. Ich glaube, da kriegst du einen Zuckerschock, wenn du den trinkst. Der ist einfach. Boah, du mit deinem süßen Zeug, boah. Ja, den muss man ja nicht trinken. Der ist auch schon gleich leer. Komischerweise. Vier Schluck aus der ist genauso viel wie vier Schluck aus der, könnte man denken. Ist genauso viel weg, ist noch genauso viel übrig. Ich hoffe, der Wodka knallt gut. Komm, Hugo, das Dschungeltier, wer kennt's noch? Blauer Hugo, der dürfte jetzt wieder lieblich und lecker sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp. Auf Ramses sein Geburtstag. Ach so, ja, den genau. Vergessen wir immer, dass es. Der ist aber nicht schlecht. Dann ist er eben, der ist nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Hat ein bisschen so einen Seifengeschmack, ne? Das macht nichts. Kennt man ja. Deswegen ist ja auch ein Frauengetränk. Die trinken auch Seife, damit die von innen auch mal schön. Ja, ist ja wieder ein Thema für sich. Hier ist auch Waschwasser drin. Ja, das ist aber das Beste zum Schluss. Denn wir haben ja noch den Vodka. Was fällt denn hier mit Zeug vom Baum? Vodka mit Berries. Den gucken wir uns jetzt auch mal an. Der ist richtig schön lila. Das seht ihr hier drauf gar nicht. Da sieht das bestimmt einfach nur. Mach mal eine Farbkorrektur. Nö, das wird immer alles roh hochgeladen. Dann Prost. Halt. Auf seinen Geburtstag. Genau. Ja, sowas von. Und schmeckt nach Schrankwand, hä? So ist es. Wo ich gedacht habe, das wäre der Beste, ist auch wieder richtig kacke. Welchen fandst du denn jetzt am besten? Alle Scheiße. Nee, ich fand alle Scheiße und den ersten konnte man trinken. Der erste war der Beste, genau. Den zweiten hätte ich fast hierher gekotzt, ohne Scheiße. Anton. Hey, als Bonus können wir ja noch Gurkenwasser probieren, alle. Der trinkt halt nebenbei einfach Bier. Und jetzt noch einen Schluck davon. Gurkenwasser? Soll ich das Gurkenwasser noch? Nehmen wir noch einen Schluck davon. Hupsi, magst du mir mal die Dose vom Tisch geben, wo da Gurke draufsteht? Der Wusa hat mir nämlich eine Dose Gurkenwasser geschenkt zum Geburtstag. Reichen wir das hier nochmal rum? Die können wir ja mal noch ein. Schon wieder zumachen, gell? Braucht er ja nicht mehr hier. Das ist nämlich hier Shark Water, ne? Ist das grün? Ist das durchsichtig? Hat das Haifarbe? Welche Farbe haben Haie? Weiß? Haha. Nee, wahrscheinlich nicht. Gucken mal. Ich schenk's mir mal in das Bärenglas ein. Shark Water. Da ist irgendwas Komisches drin. Hier, bitteschön. Kann ich das schon abholen? Jetzt geben wir das da rum. Du kannst sie ruhig einfach stehen lassen, weil das sieht gut aus. Das ist hier die Minibar. Nee, ich will die abholen. Maripa. Vegan. Ich soll mal Anstandswauwau sein. Das ist gar nichts mit Gurkengeschmack. Das ist auf jeden Fall jetzt diese Sorte mit Gurke und er hat noch ein zweites Shark Water mit Limette. Limette? Ja, Limette ist aber Standard, aber Gurke habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, Limette ist grün und Zitrone ist immer gelb, aber das Limette, gelb, fertig. So. Auf Ramses sein Geburtstag. Vor allem, es hat halt die Farbe jetzt nach dem Glas, wo ihr es eingeschenkt habt. Wenn ich es jetzt hier rein, dann wäre das alles gelb. Jetzt habe ich es hier rein, deswegen ist das jetzt so lila. So, dann, Prost. Nice. Ey, das riecht gut. Übelst gut, ja. Das ist richtig gut. Das ist das Beste von allen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist das Beste von allen. Normales Wasser mit Gurken. Vor allem dieser Gurkengeschmack im Nachgeschmack. Ja, das ist schön erfrischend und gesund so. Und das, was ist das jetzt überhaupt? Das hat 5%, ne? Wie so ein richtiger Hai halt. Das trinkst du wie Bier und schmeckt nach Weincocktail mit Gurkengeschmack. Mischgetränk, Frucht, Dessertwein mit Gurkengeschmack. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wollen wir jetzt die Limette auch noch probieren? Ja. Wenn wir einmal dabei sind. Hupsi!
magst du uns mal die andere Dose mit der Limette noch bringen? Ach, die ist gerade beschäftigt, deswegen warten wir jetzt einfach bis morgen und dann können wir das so. Naja, wir waren schon mal beim Theresienfest, hatten wir das auch schon mal, da gab es auch Gurkenschnaps immer. Konntest du hin an die Ecke, Skurke gehabt, einen Gurkenschnaps gehabt, das war eigentlich auch voll in Ordnung, war übelst genial. Gurkenwasser an sich, Shark, boah, da. Limette hat auch 5, da bin ich mal gespannt, aber Limette, wenn das so richtig natürlich schmeckt, wie eben das, dann ist Limette mir wahrscheinlich nicht so lieb wie Gurke, weil Gurke halt trotzdem sehr sanft ist und gemütlich. Nehmen wir das Shark Water auch noch mit. Und dann nehmen wir noch hier das Spülwasser, das probieren wir dann auch mal, weil da ist ja jetzt der ganze Alkohol vom Tisch aufgewaschen, damit das dann so... Ich bin dabei. Ja, Hannes noch? Er ist wo hat? Hi, guten Tag. Hi. Moment. Wir sind gerade mitten in einem Video. So. Brauchen wir den einen noch? Würde ich sagen, Shark Water, Ahoi. Und dann... gleich auf Video dein auf. Geburtstag! Ja, haben wir das bei dem Gurke auch gesagt? Ja. Ja, Gurke war besser. Ja. Der schmeckt zwar auch frisch und natürlich und sehr gesund, kann man nicht meckern, weil aber... Da steht 100% vegan drauf und glutenfrei und so. Gurke ist einfach Boss, ne? Wenn ihr sowas seht, holt euch das mal. Habe ich im Kaufland mal gesehen. Ist das auch aus dem Kaufland? Ja. Gibt's wohl nur im Kaufland. Ne? Wenn es bei euch kein Kaufland gibt, dann unterschreibt eine Petition. Kaufland für eure Stadt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Das war die Regenbogen-Challenge mit plus Zusatz. Und ansonsten feiern wir heute jetzt noch Geburtstag. Wollen dann noch grillen. Müssen wir noch Gäste hier abgreifen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Sehr gut. Ah, ist We'll be right back.